Oh, Alter, was geht ab, Leute, Hongje? Das habe ich bekommen. Werbung ist es. Aber interessante Werbung von meiner Bank, Hypo Vereinsbank. Kredite. Also die haben mir das geschickt, aber ich glaube nicht, dass ich... Also Termin vereinbaren, dies, das, Informationsgespräch. Ich glaube nicht, dass ich bei denen einen Kredit bekommen würde. Aber irgendwo schon. Also ich sollte mich echt mal darum informieren, dass ich einen Kredit aufnehmen kann. Für, was weiß ich, 10, 20.000 mehr werde ich wahrscheinlich hier nicht bekommen als Arbeitsloser, keine Ahnung. Also ohne festes Einkommen, außer halt Investitionen, aber das zählt für die nicht. Und dann, das kann man dann für freie Zwecke verwenden und dann kann ich halt einfach noch mehr investieren und noch mehr Geld draus machen, weil du, also mit dem Geld, was ich bekommen würde vom Kredit, das würde ich dann investieren in Cake und LM oder Staking oder sowas. Und das, ich würde mehr rausbekommen mit dem Geld, als dass ich der Bank zurückzahlen müsste im Monat, die Raten. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, das ist einfach Geld umsonst. Das ist das, dieser gute Zins, von dem Barisch immer spricht. Und Laura hat den Move zum Beispiel gemacht. Respekt. Und ja, ich müsste mich eigentlich mal drum kümmern, dass ich das auch mache, um noch mehr Rendite zu machen, noch mehr Gewinn und noch reicher zu werden. Das ist ja das Ganze, was die Reichen machen, dieses ganze System ausnutzen und die wissen, was gute Zins ist und wo sie Geld sparen können, wo sie Zinsen machen können, wo sie Steuern sparen können, all dies, das, diese ganzen Tricks, wo Otto Normalbürger sich denkt, oh mein Gott, Schulden machen, ein Kredit aufnehmen. Aber dabei ist es halt super softy eigentlich. Das ist so, als würdest du einfach auf der Straße Geld finden. 20.000 Euro, so ist das eigentlich. Und Spieletrend hat sich gemeldet. Aber mehr dazu jetzt dann beim Essen gehen oder so. Mein Gott, ihr seht nicht, wo ich bin. Geisha? Oh, wir waren gestern in Shisha rauchen, normal Masquerade, beste, für uns beste Shisha-Bar Münchens. Und da habe ich auch Geisha gesehen. Da habe ich so Milos gefragt, hä, gibt es hier zwei Geishas oder so? Er meinte, der andere wäre der Gehypte der Klasse. Ich glaube, der hier ist auch. Ich weiß nicht, ob das dieselben Besitzer sind, ob das dieselbe Kette ist oder so. Weil die heißen beide The Geisha. Aber ich wollte, glaube ich, schon zu dem. Also, vielleicht muss ich den anderen auch abchecken. Aber ich bin ja gerade dabei, diese gehypten Asia-Läden hier in München zu testen. Letztens Wutan Club. Enttäuschend. Aber der sieht klasse aus. Die machen auch viel mit so Sushi und dann Trockeneis. Und das ist natürlich mega für Instagram. Und da kommen die Leute, oh, ich habe hier gegessen. Und das sieht halt mega aus. Aber ihr wisst, wir sind für den Geschmack hier. Apropos Geschmack. Ich habe gestern im Video wieder erwähnt, dass Barisch über Ferhat-Döner geredet hat. Hat ein Zuschauer gesehen, hat mir dann geschrieben, yo, hab gerade gesehen, wieder wegen Ferhat in deinem Video. Lukas hat gestern ein neues Video gemacht und war kurz bei der Ferhat-Location, also die neue. Es gibt ein bisschen Hoffnung. Oh mein Gott. Ja, Mann. Also sobald der offen hat, wir sind am Start. Ah ja, und Kuss geht raus an meinen Ghostwriter. Er hat die erste Line mir geschickt. Begonnen hat's mit Pokémon Go. Heute sammle ich Rewards bei Cake und Crow. Dann schreibt Chong so, okay, das hätte ich sogar, hätte sogar ich schreiben können. Dann kommt seine Line, ich esse heute, was ich will, denn der Coin steigt zu wild. Endschlecht. Oder kommt Munir und seine Lines sind noch schlechter als Chongs. Munirs Line, okay? Früher noch Yugi und Pokémon Go, heute Krypto mit Elon. Es reimt sich nicht mal. Es fing an mit Windup in Wasserburg und jetzt startet er mit Krypto durch. Okay, Munir, ernst schlecht, Mann. Okay, sieht krass aus hier, Leute. Nice, nice. Ich zeig's euch gleich, ich mach erstmal vor der Insta-Live. Erstmal der Drink. Ich hab um ehrlich zu sein nicht drauf geachtet, ob der alkoholisch ist oder nicht. Was an sich kein Problem ist, aber es ist 12 Uhr nachmittags. Und Tempura, Vorspeise. Ich hab was Krasses gesehen, direkt bestellt. Was war das? Sushi-Pizza. Ja, Mann. Schön angerichtet. Okay. Mmh. Die sind gut. Ich check immer gerne die Nebenspeisen ab. Alter, das ist frisch.
und heiß und richtig geil. Ich glaube, das sind die besten Tempura, die ich hatte. Es gab jemand mit Fahrrad vorbeigefahren. Ich denke mir so, was würde ich jetzt machen, wenn jemand mit Fahrrad vorbeifährt und euch einfach so schnappt? Tot, dann seid ihr weg. Voll gefährlich eigentlich. In Deutschland wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber es gibt wahrscheinlich Länder, wo das passieren könnte. Da muss man aufpassen als Travel-Vlogger und so. Okay Leute, ich kann echt nicht einschätzen, wie lange das schon her ist, dass ich eine Vorspeise hatte, aber es dauert so lange. Mein Hunger ist schon wieder weg, weil ich habe ein bisschen was gegessen und dann habe ich so lange gewartet, dass ich jetzt gar keinen Hunger mehr habe. Okay, das ist echt heftig, also es war mega lecker. Aber Digga, wie lange dauert das, Mann? Oh yes, es ist da, Leute. Ja, das in der Mitte ist die Pizza. Pizza? Präsentation. Krass. Optik, Präsentation. Oh mein Gott. Optik, Präsentation, krass. Geschmack bisher auch krass. Schnelligkeit, nicht krass. Oh, der Kegel hat geschrieben. Trade Brothers, Mann. Was? Ich lache, weil ich hasse Süßkartoffelpommes, Mann. Oh mein Gott. Ich werde ausgelacht, Digga. Aber das sieht echt krass aus, Mann. Oh shit. Okay, das ist heftig, Mann. Ich glaube, ein bisschen Hähnchen. Ich wollte gerade den Wing punkten. Also, ich muss sagen, die Bento-Box an sich taugt mir nicht. Also, das, was die verschiedenen Sachen. Das, was halt angeboten wird, aber das Sushi krank. Also ich würde, glaube ich, lieber Sushi einzeln bestellen. Aber krank. Weil ich mag die Süßkartoffelpommes nicht. Ich mag diese zwei Kräuter nicht. Deswegen, das war eigentlich ein als Bento-Box-Fail für mich, Mann. Nur beides schmeckt echt krass, Mann. So sieht der am besten, Leute. Schmeckt was, ne? Ja, mega. Super, danke. Also das taugt mir immer noch nicht. Ich muss sagen, die Qualität ist gut. Ich weiß nicht, wie ich das essen soll, Mann. Okay. Ah, ja. Schaut's mal. Das soll die Sushi-Pizza sein. Ja, ist schon gut. Hier kann man auf jeden Fall Sushi essen. Empfehle ich auf jeden Fall. Ich glaube, wegen der langen Pause, wo ich auf das gewartet habe. Ey, ich bin so anders satt, man. Ich habe noch fast gar nichts gegessen. Ich bin so satt. Keine Ahnung, was los ist, Mann. Aber schmeckt mega. Aber du darfst schon reden, also ich filme dich eh nicht. Aber. Okay. Also wenn es dich nicht stört, was man dich hört, dann kannst du auch gerne weiterreden. Also, verdammt, Dings, Leute. Copyright Music runterlegen. Du meinst non-copyrighted? Wieso copyrighted? Da verdiene ich kein Geld. Richtig. Oh mein Gott. Darf man überhaupt irgendwas summen oder so? Ja, das erkennt YouTube nicht. Also. Ja, sicher? Du kannst auch singen. Ich weiß nicht, woran die es erkennen, aber... Irgendwie, das Summen, Singen ist kein Problem. Ich glaube, nur bei... Mit Instrumentals zählt das dann, erkennen die es, glaube ich, dann erst nur. Ich glaube, ich habe das Mala gerade gegessen. Eins von den Orangen ist scharf, oder wie? Das ist eins von den Orangen. Ja, habe ich gerade gesagt. Hast du? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aber ihr wisst, Leute, wir haben den scharfen Chip gegessen, kein Problem. Die Dü Dumplings, die habe ich letztens die Mochi geholt. Die ihr nicht gesehen habt, weil die Kamera nicht lief, wo ich die gegessen habe. Aber kein Problem. Digga!
Die Kamera lief nicht. Oh mein Gott. Alles nochmal erzählen. Gar nicht authentisch, Mann. Erstmal willkommen zurück aus dem Bällebad. Ich habe erzählt, dass viele Leute dieses Bällebad mögen. Das fasziniert alle, die mich besuchen. Ja, ich habe gestern spontan was mit einer Freundin gemacht. Und wir haben dann eigentlich den ganzen Tag miteinander verbracht. Deswegen für euch, also ich habe viel erlebt, aber ihr nicht so viel. Aber ich habe das Thema Spieletrend noch kurz angeschnitten. Darüber können wir noch ein bisschen erzählen, um das Video ein bisschen auszuweiten, weil sonst ist es, glaube ich, 2-3 Minuten nur lang, das Video. Ja, korrekter Typ hat sich gemeldet. Sogar nicht zum ersten Mal seit langem wieder, sondern vor kurzem auch mal wieder. Da habe ich ihn leider auf gelesen gelassen. Habe ich voll verplant zu antworten. Sorry, Spieletrend, aber er meinte, ist nicht so schlimm. Mega korrekter Typ, hat ein bisschen was geschrieben zu Bitcoin, dass er jetzt da ein bisschen was verkaufen wird, weil es wahrscheinlich wieder ein bisschen droppen wird, Resistenz und sowas. Und da wird es wahrscheinlich eher wieder runtergehen. Und er weiß, dass wir krasse Diamond Hands haben, aber uns aber trotzdem darauf hinweisen wollte. Aber auf jeden Fall mega nett, mega korrekt von Spieletrend, dass er überhaupt an mich oder uns denkt, mich und Bagisch. Und ich habe es in den Videos immer gesagt, auch wenn es manchmal ironisch rüberkam oder die Leute das ironisch aufgefasst haben. Echt korrekter Typ, seit Anfang an, seitdem ich ihn kenne. Überhaupt, dass ich ihn kennenlernen durfte, also dass ich überhaupt diesen Kontakt aufgebaut habe, war nicht selbstverständlich. Aber für ihn ist es immer selbstverständlich gewesen. Ich habe auch, letztens hat seine Freundin mir geschrieben, da hat der, wollte sie zum Geburtstag von ihm so einen Videozusammenschnitt machen von verschiedenen Leuten. Da wurde ich auch gefragt und da habe ich auch gesagt, echt Respekt an ihn für alles. Ich habe ihn immer bewundert und er war immer korrekt zu mir. Und das ist halt echt nicht selbstverständlich, weil ich habe halt einen Kollegen, man kann nicht sagen Kindheitsfreund, seit der 8. Klasse ungefähr, hat sich halt Instagram-technisch hochgebottet, hat jetzt über 1,1 Millionen Follower. Content ist trotzdem gut, aber das meiste ist halt gebottet und abgehoben sein Urgroßvater. Wenn du ihm jetzt schreiben würdest, keine Antwort. Und das fühle ich halt so null. Weil wenn mir jetzt einer von früher schreibt, was halt manchmal jetzt passiert, weil mein Instagram hat sich aus Versehen irgendwie mit meinem persönlichen Facebook verbunden, anstatt mit der Hong-Facebook-Seite. Und deswegen alle Stories, die ich poste, kommen auch auf mein persönliches Facebook. Ist aber nicht so schlimm, seitdem melden sich ein paar von früher, die so, yo Hong, Alter, krass, läuft bei dir und so, dies, das, lass uns mal wieder was machen und so. Und ich so, ja klar, Digga, gerne. Können wir gerne machen, über alte Zeiten quatschen, so, was geht bei dir ab und so. Geht auch auf mich und so, weißt, weil bei mir läuft. Und deswegen kann ich solche Leute gar nicht verstehen und Spieltrend ist halt gar nicht so. Und das habe ich immer respektiert, weil ich war irgend so ein Random, ich hatte glaube ich nicht mal 1000 Abonnenten oder so, habe ihn herausgefordert, Level 40 und er hat es einfach angenommen und seitdem hatten wir Kontakt und er war immer korrekt zu mir. Und jetzt, man sieht's, ich habe gar nichts mehr mit Pokémon Go zu tun und er meldet sich trotzdem, denkt an mich und gibt mir Tipps und Hinweise, wie er es macht. Klar, wir haben unsere Strategie und Bagisch hat da alles im Überblick. Aber trotzdem mega, mega, mega korrekt. Kuss geht raus. Also ich weiß, momentan laufen die Klicks bei ihm und ich gönne es ihm richtig, richtig hart. Er wurde wieder entbannt, freut mich auch und deswegen danke. Okay, das war dumm. Ich wusste nicht, was ich als abschließendes Wort sagen sollte, aber das war's von mir, Leute. Wo war ich gestern essen? Geisha. Ist solide. Also sieht auch gut aus für Instagram und sowas mit dem Trockeneis. Hatte ich jetzt nicht. Sieht gut aus, war lecker, kann man machen. Also einer der Hype-Läden, die okay sind, wo man auf jeden Fall vorbeischauen kann. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die Visa, folgt mir auf Instagram, Facebook. Mein Gott, wieso Facebook? Jetzt habe ich Facebook wieder drin. Instagram und Twitch. Ihr wisst Bescheid, in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Das ist unser Motto, Cashflow. Serious Business und ciao.